Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Diese Partie verspricht den neutralen Fußballfans und Anhängern der beiden Teams einen hohen Unterhaltungswert. Die Besucher auf den Rängen bringen hier das Stadion zum Leuchten und zum Wackeln. Eine Atmosphäre, die selbst den erfahrensten Zaungast nicht kalt lässt. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Die Partie hat schon begonnen. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Mbappé. Blitzsauber, wie er den Ball erobert. Freistoß FC Bayern. Ich bin mir nicht sicher, ob man das aus dieser Distanz direkt versuchen sollte. Vielleicht wäre er besser beraten, es mit einer Reingabe zu versuchen. Er hatte richtig Pfeffer. Er versucht's mit dem langen Pass, aber der muss präziser kommen. Messi. Zeigt hier ein tolles Tempo-Dribbling auf der rechten Seite. Und die Reingabe. Die Idee war richtig, aber die Flanke nicht optimal. Mané. Rein damit. Und die Kontergelegenheit. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Der war schon draußen. Upamecano. Neymar. Das ist mal eine Balleroberung. Jetzt ist Übersicht gefragt. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. De Jong. Deutschland hat den gegnerischen Torwart bis jetzt noch nicht wirklich auf die Probe gestellt. Robert Lewandowski mit der Tormöglichkeit. Das haben sie schon stark gemacht. In Unterzahl sich gerade so aus dieser gefährlichen Situation befreit. Wenn der Gegner in Überzahl ist, so wie in dieser Situation, dann muss die Aktion sitzen. Eine zweite Chance gibt's nicht mehr. Und er hat alles, aber wirklich alles richtig gemacht. Und seiner Mannschaft hiermit das Gegentor erspart. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Und er läuft in die Abseitsfalle. Hernandez. Hartes Tackling, aber alles regulär. Ansu Fati. Es geht über links. Kommt der an? Raus aus der Gefahrenzone. Hier ist Lewandowski. Neymar.
Und ab die wilde Fahrt. Hier ist Lewandowski. Das sieht gut aus. Messi. Klasse Aktion vom Keeper. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Jetzt den präzisen Pass spielen. Die Schussgelegenheit. Der pumpt ihn einfach hinten raus. Lewandowski. Der war wichtig. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Spielt ab. Er kann sich die Ecke abschluss. Eine Glanzleistung des Keepers. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Pirlo ist der Eckballspezialist. Neymar mit der Torchance. Pirlo, da werden sich die Teamkollegen ärgern. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Der Angriff gar nicht so schlecht, aber dann doch am Verteidiger abgeprallt. Könnte gefährlich werden. Nein, zu ungenau. Er entscheidet sich hier für den ganz langen Ball. Sein Trainer wird sich ärgern. Das war mit Ansage. Das war ein brillanter Ball. Sehr gut aufgepasst. Einfach mal rausgedonnert. Mbappé. Jetzt ist was möglich. Mbappé. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. Keine Treffer im Durchgang 1, also alles noch offen. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Alles ist wieder bereit. Sie haben doch fast alles richtig gemacht in der ersten Halbzeit, bis auf diese verflixte Chancenverwertung. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie in der zweiten Halbzeit da weitermachen, wo Sie aufgehört haben, dann haben Sie hier richtig gute Chancen. Da ist sie möglich. Was ein herrliches Tor. Fantastisch von Mbappé. Es gibt Momente, da brauchst du einfach Spieler wie ihn. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und er macht's. Er reagiert hier genau richtig und macht sein Tor. Da sind bei denen die Navigationssysteme komplett ausgefallen und sie haben das sofort erkannt. Sie waren ganz abgezockt, sie haben es ausgenutzt. Neuer Spielstand 1:0. Sie sind mit Schwung, mit Elan und mit einem Tor zurückgekommen aus der Kabine. Hier ist Lewandowski. Ordentliche Chance. Ganz misslungener Schuss. Silber. Neymar ist da in einer guten Position. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Bayern München auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Ein schwacher Pass. Schilber. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Die Tür ist sperrangelweit offen. Beckenbauer. Anzufati. Hat die Kugel und er hat Platz. Absolut gefahrlos.
Also sie scheinen jetzt einen anderen Spielansatz zu versuchen. Mal sehen, ob die Rechnung aufgeht. Die Abwehr steht. Und jetzt die Hereingabe. Sauber mit den Fäusten dazwischen. Chilwell, the attendance for this match was 70,987. Seitenwechsel. Neymar. Pirlo. Da muss er sich jetzt durchbeißen. Der kommt weit nach vorn. Lieber zurück zum Goalie. Langer Abschlag vom Keeper. Schon läuft der Gegenangriff. Bruno Fernandes. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Neymar mit der Torchance. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Er bringt den Ball rein. Versucht ihn da zu klären. Messi ins Abseits gelaufen. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Sie spielen es wirklich weiter mutig nach vorn. Und irgendwann kann ja auch mal so ein Mut belohnt werden. 100%ige Zustimmung meinerseits. Substitution for Germany. Beide Teams wechseln. Robert Lewandowski. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Neymar. Wunderbarer Ball. Number 7. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Coming zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Number 4. Der geht weit. Erling Haaland. Number 17. Gutes Auge, guter Pass. Jetzt könnte was gehen. Ja, man kann es ja mal probieren. Number 5. Kylian Mbappé. Substitution. Freistoß für Deutschland. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. Der Zeitpunkt ist doch jetzt definitiv gekommen, um vorne Überzahl herzustellen, vielleicht noch den Ausgleich zu machen, egal wie groß jetzt in der Defensive das Risiko ist. Ball ist draußen. Gut gesehen, guter Laufweg. Sie lassen eine Gelegenheit liegen und sie hätten mit dieser Chance den Deckel drauf machen können. Der kann den Mitspieler nicht erreichen. De Jong. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Messi. Lionel Messi. Da steigt er hoch. Einfach und er zieht ab. Ein schwacher Pass. Messi. An die Latte. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Das ist bitter für ihn. Er hat fast perfekt abgeschlossen, aber dann steht die Latte im Weg. Ab
geht's durch die Mitte. De Jong ist zur Stelle und entschärft die Situation. Gut vom Ball getrennt, den Gegner. Und ab geht die Post. Rafael Leão mit der Chance. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Und wieder Endstation. Rafael Leão. Da ist die Flanke. Das könnte was werden. Er hat aber weiß der Auge. Den knallt er einfach mal weg. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Beide Mannschaften hätten das Spiel gewinnen können. In diesem Fall hat der Glücklichere die Partie für sich entschieden. Sie haben Einsatz gezeigt, sie haben Leidenschaft gezeigt, aber es fehlte an der Präzision. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Immer wieder gern, Marco.